Warte mal eben. Ich erzähle dich gerne den Zoom raus, den kriegen wir aber nicht. Wo müssen wir jetzt hin? Da oben wahrscheinlich, ne? Haben wir da nicht gerade? Danke, dass du mir den Blick gegeben hast. Das hat mir jetzt unheimlich viel geholfen. Ah! Ach, wir müssen, oh, ich habe mich erschrocken. Ich dachte, da wäre ein Auge. Ach, wir müssen da oben hin. Ja, wie kommen wir denn da hin? Das ist jetzt die Frage. Ja, die müssen wir uns aber mal stellen, ne? Wir müssen da oben ins Röhrchen. Können Sie mal ins Röhrchen machen? Ich gehe jetzt mal von aus, ne? Oh. Okay. Geh doch darauf. Ey. Astronautenschlag. Ich wollte Pimmel sagen, Entschuldigung. Deswegen ist mir nichts Besseres eingefallen. So. Da hat wohl einer die Treppe kaputt gemacht, wenn das nicht Donald Trump war. Was? Silak, was hast du gemacht? Mobot hat Silent Isaac für 10 Sekunden in den Timeout versetzt. Grund? Spam, automatisch Mobot. Oh! Silent Isaac, was hast du gemacht? Hallo! Was wolltest du denn spammen? Sorry! Bist du wieder da? Schreib, wenn du wieder da bist, okay? 10 Sekunden müssen ja gleich rum sein, bitte. Und schreib mal, was du gemacht hast. Weil dann kann ich das ausstellen. Danke. Okay, bis Silak wieder da ist, erkunden wir die Welt, okay? Ach so. Kommen wir denn da rauf? Nee. Was für ein... Ach so, jetzt kannst du ja nicht schreiben, ne? Ein langes Wort geschrieben. Hä? Kannst du das irgendwie anders schreiben? Weil dann muss ich mal gucken, dass ich sowas rausnehme. Also ich muss darauf. Ah. Wo müssen wir über... Ah, da ist was. Looks like they were trying to mine this stuff. I hope it isn't radioactive. Aber es war ein normales Wort, oder was? Hubschrauberbeleuchtung sein, das ist aber gut. Okay, da kam Mobot durcheinander, das ist zu intelligent. Hallo. Wir reden gerade über Donald Trump und dann haust du solche Worte raus. Deswegen hat er dich, muss ich nochmal gucken bei den Einstellungen, aber ich muss, das mache ich mal nach morgen. Da gucke ich mal eben, was er da dran komisch findet. Zusammengeschrieben ist das Spam, okay, muss ich mal gucken. Hubschrauber Beleuchtungseinschaltknochen, wow. Du hast den Test auch gemacht, komm, sei ehrlich. Du bist genauso klug wie ich und Trump, ehrlich, komm. Ich habe ein verlassenes Berg, verlassenes, ja, nee, ist klar. Damit ist schon ein Minuspunkt bei meinem kognitiven Test angekommen. Ich habe ein verlassenes Bergbaubetrieb entdeckt, genau. Die Felsen hier scheinen die gleichen phosphoreszierenden Eigenschaften, das wird wahrscheinlich auch gesperrt, der menschlichen Fußspuren zu haben. Ich habe doch gesagt Phosphor, hallo, den ich folge. Ich vermute, dass sie etwas abstrahlen. Ich weiß nicht, ob dieser Bereich sicher ist. Sorry, also bewege ich mich besser möglichst auf den grünen Spuren. Diesmal nicht aus dem Russischen übersetzt. Ich wollte es nur mal erklären. Hallo. Ah, hi. I'm sad always. Do you speak also German or just English? I'm sad. When English said hello, today's in German. I hope this is okay and we're playing a nice weird game. Genau.
Oder Hüpfburg-Pumpenstation. Das geht auch. Genau. Also, was ich jetzt gerade alles gesagt habe an speziellen Wörtern. Hello, hi, I'm sad. Always. Wenn ich das alles aufschreibe oder ich schicke das, ich schneide da ein Video raus und dann schicke ich das direkt an den Kongress in die USA und dann werde ich wahrscheinlich Präsident. Okay, you can watch, okay, anytime, of course, I don't speak English. I do English live streams on Friday, yes, on Saturday it's in German. Yeah. But welcome back, you can watch anytime. He returned to me, even though he saw me yesterday playing a game. Yeah, genau. Okay, I speak German, yeah. Genau. Milchschnittenverzehranstalt, das geht auch. Ja. Wir sollen ja den grünen Spuren folgen, hat er uns erzählt. Nein. Ich bin gar nicht tot, hallo. Das war nur ein Scherz. Jawohl. Oh, da ist sogar ein, oh, guck mal, ein Hochhaus. Wie lange waren die denn hier? Also laut dem Bericht von diesem Direktor sind die ja 1978 hergekommen. Die müssen ja einige Jahrzehnte hier gewesen sein, wenn die das alles gebaut haben. Hey. Komm her. Los! Jump! Abgrund. Ah, ich muss hier hinten rum. Okay, ich muss da rum. Da muss ich hin und dann da rüber, da oben. Okay, das ist ja abgrundtief hässlich. Ich habe ein Wortspiel gemacht, für den Fall, dass nicht aufgefallen ist. Supi. Merci, du coup. So. Ja, wenn das klappt mit der Präsidentschaft in Amerika, dann kannst du ja mal ein Außenminister werden. Da ist jemand. Was? Wie ist die denn gelaufen, Alter? Ja. Brrr. Mir ist eine Samnoid. Ich habe nichts verstanden. Die Russen haben hier ein Hochhaus gebaut. Guck mal. Und Strom gelegt. Und die haben einen Menschen entdeckt. Der ist doch schön. You are not alone, I'll be there for you. You are not alone. Und ein Waterfall. Das Einzige, was mich stört, ist, dass du in keines der Häuser reinkommst. Das finde ich ein bisschen schade. Also okay, das Spiel ist ja... Ich glaube, damals, so vor 6-7 Jahren, hatte man noch nicht so... Okay. Несмотря на нерешительность наших ученых, я увеличил выход энергии генераторов тока на 200% без всякого заметного влияния на окружающую среду. Да, да. Скорость размножения видов, называемых нами зеленый огонь, кажется достаточно высокой. Си -си. И мы думаем, что они также могут служить источником пищи для остальной растительной жизни на планете. Чтобы успокоить моих коллег, я вернул генераторы на нормальный выход тока. Но результат... Я вдруг подумал. Интересно, не является ли обилие энергии само по себе сдерживающим фактором военного конфликта?
Der hat Fakt gesagt. Faktum. Das Spiel ist erst ab 20. От того, что их флаг находится на Луне, если бы, глядя на Землю, они видели только неугасимый свет могущественного Советского Союза. DC. В сравнении с научным потенциалом, который представлен здесь, nein, das Spiel hat's nicht gefragt. Ядерное оружие кажется лишь дубинкой дикаря. Just a second. Все больше наших семей перебирается сюда. Наше общество расцвело настолько, что мы уже можем Man. Назвать это место Wied, Wied. Родиной, новой Родиной. Наверное, таким же чувством были охвачены великие писатели нашего времени, глядя на свои бессмертные творения. Истинное совершенство. Ja, habt ihr das jetzt alle verstanden? Dann muss ich das Deutsche nicht mehr vorlesen, ne? Wie heißt jetzt das Kackspiel nochmal? Sekunde. Dann vergessen wir den Spieler nicht. Sekunde. Just a second, I'm sad. I will have it in a minute. I forgot the name of the game. It's, what? Don't worry about me. Ja, es ist sehr gut, dass es Google Translate gibt. I am sad. Genau. Wunderbar. The game is called Lifeless Planet. It was free on Epic last week. I think it costs now 12 euros or something. It was a free game. Yeah. Very good that we have Google Translate, yes. This is why I understand Russian so well. Okay, also. Machen wir jetzt mal weiter. Trotz der also jetzt sind wir wieder beim Direktor. Ja, weiß ich, das ist auch blöd, weil das Spiel kannst du auf Deutsch spielen, aber halt die Texte, die eingesprochenen Texte sind alle teils auf Englisch und teils auf Russisch. Russisch. Nee, ich bin die Übersetzung. Ich kann ja perfekt Russisch. Ja. Trotz des Bedenkens unserer Wissenschaftler erhöhe ich die KW-Leistung unserer elektrischen Generatoren um 200%, ohne spürbare Reaktion der Umwelt. Die Reproduktionsrate der Moosarten, die wir grünes Feuer nennen, scheint ziemlich hoch zu sein. Ah, die haben wir vorhin gesehen. Oder? Hä? Ne, jetzt waren nicht diese grünen Dinger da im Wasser, oder? Die wecken, ne, die Moos kann ja nicht laufen, ne. Ziemlich hoch zu sein. Und wir vermuten, dass sie auch als Nährstoffquelle für die anderen Pflanzen auf dem Planeten dienen. Um die Bedenken der Wissenschaftler auszuräumen, habe ich die Generatoren wieder auf normale Leistung gestellt. Aber das Ergebnis... unleserlich. Ich frage mich, ob diese Energie im Überfluss nicht schon an sich eine abschreckende Wirkung auf die Kriegsführung hat. Hä? Würden unsere Feinde ihre Waffen senken, wenn sie wüssten, dass unsere Reaktoren niemals herunterfahren? Wie würden sie ihre Flaggen auf dem Mond bewerten, wenn sie auf die Erde blicken und den stetigen Glanz der mächtigen Sowjetunion sehen können. Mhm. Also immer dran denken, das ist ein Spiel, was zu Zeiten des Kalten Krieges spielt, ja? Atomwaffen erscheinen wie Knüppel von Barbaren im Vergleich zu dem wissenschaftlichen Potenzial, das wir hier erlebt haben. Immer mehr Familien treffen mit den Männern hier ein. Unsere Gesellschaft blüht in einem vergrößerten Heimatland weiter in einem neuen Heimatland. Weiter in einem neuen Heimatland. So müssen sich die großen Schriftsteller unserer Zeit gefühlt haben, als sie ihre Werke schufen. Perfektion. Was? Hä? Das gibt doch gar keinen Sinn. Immer mehr Familien treffen mit dem Müll ein, im größten Fall Heimatland, wie in unserem neuen Heimatland. So müssen sich die großen Schriftsteller unserer Zeit gefühlt haben, als sie die Welt, die Werke schufen? Ich hätte jetzt eher gedacht, die kommen mit irgendwas wie, weiß ich nicht, Kepler, Einstein oder Newton oder sowas, also Wissenschaftler. Bemerkung fand ich jetzt komisch. Yes, 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 yes. Okay, also hier können wir nirgendwo hin, außer Beton. Aber mit dem schönen Bauen habt ihr nicht, ne? Eure Revolution. Voll der Betonbunker hier. Jetzt gehen wir mal gucken, wo Katjuscha ist, okay? Katjuscha muss ja irgendwo hingelaufen sein mit ihrem komischen Gang.
Und wir müssen ja nur den Phosphorfolgen folgen. Um meine kognitiven Fähigkeiten weiter zu beweisen, sage ich jetzt auch einfach mal Drehmomentschlüssel. Ist da oben irgendwas? Oder Krummsäbel-Hüfthalterung, das geht auch. Ja. Richtig. Wenn ihr den Test besteht, denkt dran, ihr werdet Präsident der Vereinigten Staaten. Scheiße! Wieso ist sie nackt? Also halbwegs. Und wieso hast du keinen Raumanzug an? Achso, das war der Einspieler. Wo ist er denn? Ja, müssen wir jetzt da raufklettern oder was? Was ist denn? You are not alone. I'll be there for you. You are not alone. I'll be there for you. You are not alone. Ich glaube, wir gehen hier rauf, ne? Wir müssen ja irgendwie nach, zu der Alten da oben hinkommen. Ich glaube nicht, dass wir den Otto raufklettern können. Also müssen wir jetzt, glaube ich, gucken, dass wir... da hinten hinkommen? Ich gehe noch mal kurz zurück, ob da noch was passiert. Oder ob Katjuscha uns gar nicht mehr sehen will. Das könnte ja auch sein. Weil hier enden ja die grünen Fußspuren. Und es hieß ja immer, wir sollen den grünen Fußspuren folgen. So hat man früher übrigens das Radio eingestellt, wenn man Musik hören wollte. Und dann hat man sowas gehört. Weil die Antenne scheiße war. Müssen wir irgendwas hören? Warte mal eben. Wieso ist das jetzt vorbei? Katjuscha, mach nochmal das Radio an. Hallo. Können wir denn irgendwas machen? Weil es hieß ja bisher, die grünen Fußspuren enden hier bei ihr. Oder müssen wir, warte mal eben, auf den Berg rauf? Der Berg ruft! Oder müssen wir über die Drahtseile klettern? Zu der Uschi rauf. Aber da gab's doch... Warte mal. Müssen wir jetzt zu der Mutti rauf oder müssen wir das nicht? Das wäre jetzt die Frage, die schwer zu beantworten ist, glaube ich. Da kommen wir doch nicht rauf, oder? War da irgendwas, wo man hochgehen konnte? Okay, wir machen nochmal hier Prosprochina. Ja, stirb doch, Alter. Mir egal. Ich hab einen Checkpoint, du nicht. Nee, du hast den Checkpoint. Mir ist das egal, so. Kommen wir da irgendwie? Nee, da kommen wir nirgendwo rauf, ne? Dass wir über die Drahtseile zu ihr laufen müssen? Nee, ne? Das wäre ja... Jetzt kommt ein Hammer-Wortspiel. Das wäre ein... Haltet euch fest, bitte. Bitte festhalten. Das wäre ein Drahtseilakt. Ja. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Der Applaus ist gerechtfertigt. So. Also ich glaube... Nee, da sind wir hergekommen, ne? Da haben wir gestanden, da haben wir Mutti gesehen, die gesagt hat, irgendwann mit Brisch, Brisch. Aber ich glaube, wir kommen da nicht rauf, ne? Nee, also müssen wir da hinten weiter. Ich denke mal, wir müssen einfach über die Steine hoppeln. Und Mutti ist nur mal ein Hinweis an uns, dass es dort Löwen gibt. Genau, Löwen. Das Löwen an sich entwickelt sich frei, wie uns der Biologe Dr. Wilfried Zellophan mitgeteilt hat. Jawohl. You are not alone. Hi. Katjuscha, soll ich für dich singen? Leuchten Pranga ring zum Apfelblite. Oh. Stiel von Fluss, durch Nebel noch im Land.
Ich gucke mal, ob wir was hören. Da war doch gerade eine Nachricht, oder war das nur so jetzt einfach als Gag? Ach man, müssen wir zurücklaufen? You are not alone. Hallo? Mädchen, komm doch runter. Okay, wir gehen mal da hinten hin. Das ist die einzige Möglichkeit. Da können wir nicht hin. Ich denke mal, dass wir da rüber gehen und sie wird uns über diese, also sie wird diesen Drahtseilakt vollziehen und wird uns dann dahin folgen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Habe ich jetzt mal spontan entschieden, dass dem so ist. Oh, meine Stimme knickt weg. Ich muss gleich was trinken. You are here with me, 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 me. Mi, 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 mi. Also ich glaube, wir sind gestorben. Ich kann mich irren. Ich habe diesen vagen Verdacht. Okay. Ja, da trinke ich schon mal ein Teechen. Ein leckeres Teechen. Besteht aus Wasser und Geschmack. Jawohl. Bin ich hier richtig? Jawohl. Wir müssen da rüber. Das kann mir jetzt keiner erklären. Wir da nicht rüber müssen. Aber wahrscheinlich müssen wir es so machen. Hör mal auf, gleich zu sterben, Junge. Das ist doch blöd mit... Hallo. Wo gerollt ist? Ich denke, wir müssen da hinten hin. Guck mal, da ist so... So rote Nupsis, wenn man ganz links guckt. So Nubbelchen. Ich denke mal, Müse an den Nubbelche. Wir gehen jetzt mal nüber. Zu den Nubbelche! Sag ich doch. Guck mal hier, das ist doch meisterhaftes Gameplay. Hallo. Hallo. ESL Pro League ist ja wohl angekündigt hier. Ja, genau, Musikantenknochenbruch, genau. Jawohl. Ja, du kommst ihm immer näher hier, Silent. Das ist schon fast Konkurrenz hier. Das geht aber gar nicht. Sind das Diamanten? Hä? Precious little diamonds. No, Schmaragde, ne? Rubine. Ruby the Rubin. Ruby the Rubin. Hey, gehst du mal drauf? Dankeschön. Ah, okay, jetzt müssen wir da hin. Jetzt kann ich den mal rauszoomen, ne? Ich kann immer schlecht landen, wenn ich den so nah habe, den Otto. Ist immer ein bisschen... Au, nee, noch nicht. Okay, jetzt müssen wir da hin. Ja, wir haben im Radl, du. Da ist sie. Katjuscha! Katjuscha! Bleib hier, Mädchen. Geh da nicht hin. Das ist gefährlich. Ganz ehrlich. Gefährlich. Wo müssen wir jetzt hin? Katjuscha! Also oben kommen wir nicht hin, ne? Ne, da ist, glaube ich, wir müssen hier runter, ne? Glaub schon. Wo ist Katjuscha? Oh, Sonst müssen wir gleich mal eben spontan sterben. Wenn wir uns hier verlaufen haben, das kann natürlich sein. Was? Hallo? Du bist da den Berg runtergegangen. Wieso machst du denn... Was ist denn für ein Spack? Hallo? Der ist doch nicht tief. Oh, da ist eine... Eine riesige Spalte. Gut, da lassen wir uns immer nicht auf dumme Gags ein.